Birgit Zerzuben, ihr seid hier Einsatzleiterin vom Leigregion gsi. Das Wasser ist aber gegangen im Dorf, aber nicht nur im Dorf. Wie hat die Situation hier ausgesehen? Ja, es hat noch also massiv angefangen zu regnen. Nachher hat das Oberwasser gekommen. Das hat nicht überall die Gullideckel gelüpft. Wir haben mehrere Keller, die wir auspumpen mussten. Und nachher haben wir zusätzlich auch noch Verschmutzungen auf der Strasse, Gullideckel, die wir haben müssen. Und so weit haben wir es im Griff. Jetzt, wie sieht es mit den Schäden aus? Es waren einfach Keller zum Auspumpen. Da wird man wahrscheinlich dann nachher einfach auch noch die Rechnungsmaschine drin tun. Aber sonst die größeren Schäden sind im Moment nichts gewesen. Wie ist jetzt noch das weiter vorgehen? Ja, im Moment hier werden wir jetzt einfach noch Aufräumarbeiten machen und sonst in Abwarten ist eigentlich nichts weiter geplant mehr, was wir machen müssen. Müsste die Bevölkerung jetzt auch etwas speziell beachten? Nein, im Moment müssen wir es nicht speziell beachten. Was einfach auch wichtig ist, es sind immer wieder Leute im Illgraben und Unina im Bett drin, wo wir während der Einsätze noch müssen rausholen, weil sie die Gefahr einfach nicht erkennen. Jetzt in den nächsten Tagen hat es euer Rego gemeldet. Tut man da etwas? Muss man da etwas beachten oder ist da etwas speziell? Nein, eigentlich kann man da nichts speziell machen und abwarten, was passiert und dann beheben. Merci vielmals, Birgit Zerzuben. Dankeschön.